So, hallo, mach weiter mit Horizon Zero Dawn. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Irgendwie da oben, ne? Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Aha. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders, ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Nicht verstoßen. Es kostete ihn 10 Jahre. Tot, bis die Nachricht nicht redet. Was meinst du mit vergessen? Die Urmutter verdammt treu. Brom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm. Befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Ja. Ich werde versuchen, da... Wirklich? Ja, ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Ja. So. Ich brauche Hilfe. Ich gefällt's mir schon besser. Ich kann nicht runter. Ich weiß nicht, wo die... Ich höre eine, aber ich sehe nichts. Ich kann nicht runter. Hilfe! Ist das die da? Nicht, oder? Kann ich da dran springen? Ja, ich komme da nicht weg. Sorry, aber... Merci, Herr. Das ist natürlich irgendein Viech hinter mir her, ich finde es nicht. Da mag ich nicht nachher. Jetzt kommt sie wieder da drauf. Ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Schwere peinlich. Es war eh schon der Wurmding. Ich habe die nicht gefunden, die am Hilfe gerufen hat. Aber ich weiß auch nicht, ob das die ist. Weil mal, ich kann nicht runter. Zuerst ist sie umzingelt. Das ist einmal nicht sie, die ruft, oder? Sie ist umzingelt, ja. Oh, hilf mir doch jemand! Ich sitze hier fest! Ja, ist jetzt die da oben oder ist da unten irgendwo? Mal schauen. Ich kann nicht runter! Hilfe! Das ist doch sicher die da. Die hockt aber da. Und ich habe mit ihr geredet. Da ist irgendwo eine.
Also als die ist, die ich jetzt gerade mit ihr geredet habe, ist es voll dämlich. Oder? Da hilft mir noch jemand! Wo sehe ich das? Wer da rief? Hilf mir noch jemand! Ich bin umzingelt! Kann hier nicht drunter, ja. Das würde wieder zu ihr passen, aber umzingelt. Umzingelt. Ich brauche Hilfe! Die, oder? Ich kann nicht runter! Hilfe! Was kotzt mich da? Ich kann nicht runter, würde zu ihr passen. Da. Aber es ist eher etwas leiseliger. Red nochmal. In die Richtung habe ich sie gehört. Und es wäre doof, wenn die das ruft. Die haben mit ihr geredet. Hör auf. Hilfe! Steht das nicht. Hilf mir noch jemand! Ist das wirklich die da oben? Die wollte ja nicht haben, die hat einen Auftrag gehabt, den ich geredet habe. Hilfe! Das zeigt mir so niemand an. Ich sitze hier fest! Ja, wo sitzt du fest? Ich brauche Hilfe! Der Dialog wäre absolut. Die wollte ja, dass ich den Blütsch finde. Das kann nicht die sein. Sitzt du fest? So, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Bringt mir einen Scheiß, wenn die da ruft, irgendwo. Ich sitz hier fest! Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Ja, und was steckt sie in der Klemme? Ich kann nicht runter! Hilfe! Ich finde die nicht. Ah, jetzt. Ich hasse. Wow, aber die ist ja hure weit weg. Da, so, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Hilfe! So, hilf mir doch jemand! Ich sitze hier fest! So easy da. So, die haben eine schwierige. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit! Kann ich da irgendwie jetzt stunnen, oder was? Ich übe, bis ich in diesen Kämpfen drin bin. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Das war der Auftrag. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wissen wir schon. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß.
Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Was haben wir da Scheiß, ne? Zuerst die Quest aktivieren. Ist die aktiviert? Ja, die ist aktiviert. Okay. Ja, da fällt noch das Feuer. Das machen wir dann zuerst. Dann fangen wir damit schneller aus, aber im Moment noch nicht. Jetzt ist der Abend hier. Zeugs holen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Mhm. Ich habe auf die Bittere gelernt, dass man sich gescheiter heilen würde. Also härtere Gegner und einfachere. Nützlich für eine alte Rezeptur. Fleisch kann machen. Sammeln es einfach mal. Sicher die Rohstoffe sind cool, aber was mit dem Fleisch kannst du anstellen, ist die Frage. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Du musst wahrscheinlich schon wieder neue Aufgaben holen, wenn du ein bisschen rumschaust. Das ist eine Stufe 4 Aufgabe. Sind wir da genau? Was ist das, der Mutters Wiege? Mutterherz, das sind die beiden Dörfer und Mutters Wacht. Das sind drei Dörfer hier in dem Fall. Okay. Und das ist alles der gleiche Stamm, nehme ich mal an. Voll ausgerüstet. Viele vielleicht auch noch. Für Sicherheit. Ich lasse jetzt mal wieder irgendein Viech angreifen.
Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Okay, da kommt er dort über den Stamm drüber. Da hat es noch Material zum Sammeln. Machen wir auch noch schnell. Wie viel man da von dem Holz aufnehmen kann, bis es voll ist. Mit Holz ist nicht so das Problem. Metall. Ups. Da ist irgendjemand. Das war's mit meinem leisen Auftritt. Wo ist die Spur? Oh, da haben wir einen. Das geht jetzt nicht. Ja, wird die Spur auf. Ausgewählt. Also ich müsste es mir selbst zeigen. Ja, so eine Kacke. Irgendwie ist das nicht gegangen. Jetzt hat es mir doch da rüber geschickt, oder? Zeigt es mir nicht mehr. Jetzt ist wieder gut. Das ist eine Hütte, aber das ist nur so ein Stein oder so. Feindlich gesehen. Bin ich da genau? Das ist schon wieder ein Ausgang. Okay, da ist hier einer. Hier ist auch einer. Drei Ausgänge habe ich gefunden. Das ist aber ein grösserer da, oder?
Plünderer, das ist wahrscheinlich der, den wir suchen, oder? So, jetzt hole ich mir den Speer. Mensch, hier sieht man ihn. Da geht es zu weit rauf, habe ich jetzt. Da ist wahrscheinlich auch rechts rauf. Die Leiter. Das sehen wir jetzt hier. Das hier clever war. Ich habe gescheitert von der Albert. Ja. Ja, nee, das ist ja. Scheiße! Das ist lustig. Das heißt. Schade im Moment. Das heisst aber, ich könnte doch irgendetwas herstellen jetzt. Aber es. Da haben wir schon lange. Ich spiele nicht so wirklich. Der Zünder ist weggerollt. Schön. Oh nein, ich habe ihn geholt. Cool. Heilung.
habe jetzt zu wenig gut geschaut. Ich weiß nicht, ob jetzt die ist noch aktiv. Ich muss die einfach zurückbringen, um die Quest abzuschließen. Er hätte von da oben angreifen sollen. Das wäre cleverer gewesen. Ich muss nur die Schüsse ausweichen. Schock verschleiert. Ich wette, er wartet ich schon auf mich. Ich habe schon 30 Pfeile gemacht. Da ist er. Er wirkt nervös. Hm. Sieh an. Wenn das keine Ausgestoßene ist, Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du unter den Rücken schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Wo ist auch Wilson? Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Das hat die glaub sogar, ha? Ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Kaufen. Das müsste da sein. So wenig Metall oder Scherben. Nur 7 Stück. Waffen angekauft von der Waffe. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich? Jetzt sag bloß. Glaubst du, ich erzähl herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er's wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur?
Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gaben mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Wieder eine neue Mission. Kann ich den immer noch holen für die Probung? Waffenrad, jetzt habe ich es gerade verpasst. Beutelupgrade verfügbar, da fehlen mir die Scherben. Okay. Oh, Fuchs habe ich auch noch nicht gejagt. Also immer der kann brauchen. Kurz noch Nacht. Und was nachts so los ist. So kann ich die Schatzkiste auftun. So eine Lohe, ja. Wo? Ah, hier ist Schatzkiste. Spielstand hat jemand da gespielt. Jetzt mal eine Schatzkiste denken. Nebenbei haben wir den Job auch noch fast erledigt mit den 4 Pfeilen. Grafikfehler oder? Das sind massive Kollegen, hä? Die Jagd ist wahrscheinlich genau wichtig, dass wir jetzt so nach der Jagd und Scheisse, jetzt dreht er sich, wenn ich da will schießen. Up.
gerne eins von diesen Rösser. Mit Wächter gejagt eigentlich. Die Schaden nehme ich immer. Und auf mich schiessen. Schon geschafft, das. Ja, mache ich aber. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Ich liebe wieder auf ein Normalpfeil. Dann für viele. Ja, du kannst nicht viel bringen gegen Maschine. Etwas Vorrat. Das ist nein. Das wird der lustige und grössere Gierjag als die. Scheiße. Er ist im Wasser. Ich hab mich gerade so vor die Flinte laufst. Ach, gutes Fleisch. Da hat mir einen entdeckt. Es macht irgendwie Spass, die Dinger abzubauen. Ja. Hey. Jetzt bin ich gespannt. Da kommen sie. Jetzt haben wir eine Rolle mit Lachsang. Am Schiessen? Ich bin noch wieder Platz, nicht? Wow, oh, der ist ja gar nicht da. Hey, hey. Ich bin auch wieder auf.
Läufer. Sind die einzigen Toten. Oder außer Gefecht, von da kann man ja nicht reden. Da. Frag mich, ob die Maschinen sich gegenseitig auch kaputt machen oder nur einen Schaden. Dabei, da die läuft. Halt, das ist Talk, ich muss doch zu dem. Sie nicht mehr auf dem Bildschirm. Oh, Mutter sei Dank, Aloy ist zurück! Mit dem Speer! Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer! Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Irgendetwas mehr. Wenn ich mir auch nur vorstelle, dass ich Arana verloren hätte. Danke, Aloy. Sicher als nächstes ein Feuerpfeil schicken, oder? Warum geht es da rüber? Das Spiel sagt mir, die Quest ist aktiviert, dabei ist sie gar nicht aktiviert. Nein, die ist nicht aktiviert, okay. Ich befürchte, wenn ich bei der Hauptmission gehe. Kleine Zierpflanze, du wirst mir sicher helfen. Ich werde die Prüfung machen, möchte ich gerne noch ein bisschen Entwicklung voranbringen. Oder? Thank you.